Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge von SimCity 4 Deluxe. Ja, wir haben hier noch ein paar kleine Verkehrsprobleme. Ich sehe gerade hier. Oh, es hat sich. Habe ich das alles gelöscht letztes Mal? Weiß ich nicht. Dieses Haus sieht jeden Tag mehr und mehr wie eine Baracke aus. Wenn sich an diesem Haus nicht bald etwas ändert, werde ich wohl umziehen müssen. Oh. Das ist richtig, ja. Vom Niklas. Geschäftsführer. Sim rausschmeißen. Neues Haus, du. Du bist doch irgendwo dort oben Geschäftsführer, nicht wahr? Dann kriegst du das da. Ja, unzufrieden mit Nachbarn ist da jetzt aber auch kein Problem. Über die Lebensbedingungen denkt. Ah. Dann fahr mal hier hin. Auto gut, okay. Er kommt schlecht mit den Öffis dahin. Aber eigentlich haben wir doch jetzt ein gutes U-Bahn-Netz geschaffen, oder? Also, würde ich schon sagen. Hier oben könnte man noch eine U-Bahn-Station bauen. Ansonsten sind wir doch gut angebunden, oder? Also, würde ich jetzt sagen. Okay, wie kriege ich denn euch? Ich kann das ja auch einfach upgraden hier. So, baut los. Ihr möchtet immer noch Wohnungen haben. Das ist unglaublich. Obwohl hier noch welche frei sind. Unglaublich. Okay, die Energie ist so langsam an ihren Grenzen. Wie viel produziert denn das Ding? Es produziert, glaube ich, plus 9000, oder? Eigentlich nur 7000. Achso, wir haben ja das noch dabei. Stimmt. Wir könnten ein Atomkraftwerk machen. Ja. Hier war das Müllheizkraftwerk. Ja, gut. Genau, das wollte ich mal kurz gucken. Wie sieht es mit der Wasserverschmutzung aus? Sie geht so langsam wieder hoch. Das heißt, die reichen schon gar nicht mehr. Ist gut zu wissen. Die Luftverschmutzung wurde etwas geringer, aber ist dann auch wieder gestiegen. Ja, das klingt natürlich nicht sehr gut. Winziges Wasser... Kann gar nicht sein, weil nirgends irgendwo Wasser fehlt. Das kann ja nicht sein. Hier, Wasser ist ja da. Oh. Hier, Eiswagen, genau. Die Challenge würde ich gerne nochmal machen. Reines, böses Eis.
Da haben wir irgendwas Gutes gekriegt, ich weiß es noch. Und es gibt, glaube ich, einen kleinen Bug bei der Mission. Man muss wirklich erst direkt stehen vor der Schule und darf dann diese Melodie anmachen. Oh nein, habe ich jetzt schon verkackt. Ich habe gedacht, Leertaste wäre Hupen. Oh. Oh, oh. Probieren wir es. Oder es kann auch sein, dass vielleicht die Schule einen Defekt hat. Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. So, stehen, Melodie an. Alles klar. Oh nein, aufpassen. Halt. Nicht aus der Map rausfahren. Noch zwei Schulhöfe. Okay. Wir dürfen jetzt eigentlich fast schon gar nichts mehr. Was haben wir jetzt gerammt? Oh nein, da stand ein Motorrad. Ups. Okay, wir nehmen am besten die Einbahnstraße dort oben. Oh nein, da stehen Busse. Ich halte mal lieber Abstand. Okay, gut. Polizei, bitte geht mir nicht auf den Sack. Sag mal, wo habe ich denn da oben eine Schule platziert? Gottes Willen. Können wir mal gucken. Ja genau, den Schulhof und dann noch einen. So, stehen bleiben, Melodie. Perfekt. Okay, jetzt nehmen wir den ganz am Ende. Hätten wir eigentlich Autobahn fahren können. Aber wir fahren einfach mal durch die Stadt. Ja, das stimmt. Ich hätte eigentlich noch eine komplette Stadtautobahn hier reinpflanzen können. Das könnten wir eigentlich. Dafür habe ich doch, glaube ich, diese Allee gebaut. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, dafür habe ich diese Allee gebaut. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich diese Allee irgendwann mal, wenn wir Geld haben, ersetzen zu einer Autobahn. Genau, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Aber guck mal, hier hinten ist nichts los. Es ist immer nur da was in der Stadt los. Okay, da hinten ist die letzte Schule. Das ist, glaube ich, eine große Grundschule? Das kann gut sein. So, und an. Okay, was haben wir dafür gekriegt? Geheimbasis, okay. Ich dachte, wir kriegen da irgendwas Gutes. Jetzt kriegen wir da gar nichts. Okay, eigentlich haben wir ja da schon alle Missionen durch. Stimmt, Taxi haben wir. Verrücktes Taxi. Wissenschaftler ist spät dran. Ja gut, wieso nicht? Ach du Scheiße, wo stecken wir denn mit dem Taxi? Wir haben noch Offroad. Ups. Ich dachte gerade, warum wird das Taxi jetzt geradeaus weiter? Ich habe aber nicht Shift. What the fuck? Ich hatte gerade nicht Shift gedrückt. Komisch. Ja, hier habe ich eine Hupe. Sehr schön.
Aber ich sehe gerade, hier ist noch ein kleiner Abschnitt ohne Einbahnstraße. Wahrscheinlich plant man tatsächlich am besten mit Einbahnstraßen seine Stadt. Ist ja gerade keine Polizei da. Und wir müssen den, glaube ich, jetzt zum Flughafen bringen. Jawohl. Hui, das Gefängnis ist schön beleuchtet. Aber jetzt sag mal, wo ist hier der Verkehr hin? Ist ja kein Verkehr mehr, es fließt alles da oben lang. Ist doch schön. Bitteschön. Ein Opernhaus. Jetzt ist die Frage, ob das was kostet. Ach Gottes Willen. Kosten, Kosten. Nee, würde ich vielleicht noch einstecken lassen. Ein Leichenwagen, Bürgermeister Limo Panzer. Ein Leichenwagen? Simlet Orange. Nee, das hatten wir schon. Das haben wir auch alles. Giftmüllwagen. Gift für die Massen hatten wir auch schon. Okay, nee, dann haben wir ja eigentlich mal alles durch. So. Die Luftverschmutzung wird wieder höher. Warum? Landwert? Ich glaube, wir müssen ein paar... Wahrscheinlich. Wir müssen ein paar Grünflächen hier reinpflanzen. Die Frage ist nur, wo? Klein, klein, klein. Wir könnten ja überall hier reingehen, wo noch nichts ist. Zum Beispiel hier. Das ist auch geil, wie soll denn der da hinkommen? Ja, ein Spielplatz. Wir haben natürlich auch Grünflächen. Und auf diesen Grundflächen wird natürlich auch, das ist alles bereits belegt, auf diesen grünen Flächen wird natürlich auch Bäume, werden auch Bäume gepflanzt. Hier hätten wir noch bereits belegt, hier haben wir noch Platz. Hier hätten wir noch Platz überall. Hier genauso. Das ist alles voll. Oh, also ihr seht ihr, ich reiße keine Häuser dafür ab. Sondern ich pflanze das wirklich nur da rein, wo es auch wirklich nötig ist.
Ich platziere Bäume und Parks, so wie die das wollen. Damit wir hoffentlich die Luftverschmutzung hier runterkriegen. Aber ich habe jetzt ja auch diese Verordnung jetzt mit drin. Bin mal gespannt, ob die irgendwas macht. Vor allem, was die denn macht. Haben wir schon wieder fast 1000 Simoleons nur für Bäume ausgegeben. So. Das hier bleibt ja eh leer. Perfekto. Die noch? Ach, das sind alle Setzlinge. Ah. Okay. Das heißt, die müssen erstmal wachsen. Wie lange brauchen die? Bestimmt Jahre. Ach, das sind lauter Setzlinge. Ah. Ich verstehe. Was? Industrie braucht Platz zum Wachsen. Echt? Oh ja, tatsächlich. ja. Bitteschön? Ziehen wir das hier rüber. So, jetzt habt ihr wieder Platz genug. Ja, die Energie kommt so langsam auch an ihre Grenzen. Ja, Luftverschmutzung ist wieder ein bisschen nach unten gegangen. Das sind die Parks, glaube ich. Und wenn dann die Bäume alle groß sind, dann wird das, denke ich, nochmal deutlich runtergehen. Hoffe ich zumindest. Begrünen wir hier ein bisschen die Autobahn rechts und links. Sehr schön. Okay, wir haben wieder schon deutlich mehr in der Kasse als zuvor. Wie sie, ja, winziges Wasserbudget. Wissen wir Bescheid. Maut ist fast gar nicht so okay, krass. Mir noch irgendetwas plus. Einnahmen, Kosten, brutale Kosten, alles Kosten und etwas Dampf ablassen, nein, das sind alles Kosten. Sie nehmen, gibt mir gar nichts plus. Krass. Oha. Verkehrsstreik legt Netz lahm. Sims schimpfen. Oh, muss ich da wieder mehr Geld ausgeben, oder was?
Was ist jetzt? Neujahr. Und nur rote Sachen. Frohes neues Jahr. Ja, dankeschön. Umweltschützerin Flora Fauna verlangt, dass die Stadt Bäume pflanzt und mehr Parks anlegt, um die Luft zu verbessern. Das ist absolut kein Problem. Haben wir schon gemacht. Luftverschmutzung. Krass, hier. Ja, ich krieg die ja da nicht runter, oder? Verbrecherrate niedrig, Schulniveau hoch, Krankenhausniveau hoch. Armes Wohngebiet. Müll gering, gering. Pendelverkehr lang, ja. Deshalb sollst du ja auch die U-Bahn nehmen. Was ist das eigentlich? Oh. Aber das sind alles Kosten, oder? Ach, das sind einfach bloß Attraktivitäten, die ich hinpflanzen kann oder bekannte Sachen. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Gewerbegebiet. Hat die Industrie da schon hingebaut? Fast. Ihr möchtet weiter expandieren. So, so. Na dann gehen wir halt weiter. So machen wir das. Möchtet ihr nur Schwaches? Ja. Okay. Okay, dann kriegt ihr hier Schwaches rein. Und ja. Jetzt muss ich das Ganze doch nochmal angucken, weil ich glaube, hier, genau, möchtet ihr in die Industrie? Nein. Möchtet ihr Moment. Ihr möchtet überall hin. Euch ist das völlig egal. Jetzt ist. Jetzt will nur noch. Jetzt will nur noch das Schwache. Was habe ich denn jetzt da gemacht? Na, dann kriegt ihr hier auch bloß den halben Bauplatz, würde ich mal sagen. So, mehr kriegt ihr nicht. Denn. Hier kommt wieder sowas rein und hier nach vorne mein Fußballfeld. Was verbraucht denn so ein großer Blaser? Ja, es geht. Edeltanne. So, sehr schön. Die da oben sind immer noch nicht gewachsen. Nein, das sind immer noch Setzlinge. Wie sieht es mit dem Verkehr aus? Absolute Hölle.
Ich hab die doch hochgesetzt, Mann. Ach du Heilige. Tja, was könnte man da machen? Das ist halt Stuttgart. Ja, es könnte echt Stuttgart sein. Gerade Straßen erstellst du, indem du klickst und die Maus bewegst. Halte Umschalt für eine Kombination Gerade- und Diagonalkurven gedrückt. Halte Steuerung-Taste gedrückt, wenn du die Straße vorsichtig durch Berge oder an Küstenlinien entlangführen möchtest, um Brücken zu bauen. Bewegst du die Maus über das Wasser bis zur anderen Seite. Der Mauszeiger zeigt dir den Weg. Okay. Wenn ich jetzt, was, wenn ich Shift drück? Shift oder Steuerung? Gar nichts. Ich dachte eher. Oh, okay, damit kann ich drehen. Konnte ich nicht auch irgendwie. Okay. Was mache ich denn hier? Ich konnte die nicht künstlich in den Tunnel setzen, oder? Das geht erst bei SimCity 5. Nee, geht nicht. Nee, okay. Ups, jetzt habe ich die gebaut. Hoppala. Okay, die Einnahmen sehen jetzt wieder gut aus. Sag mal, es kann doch nicht sein, dass ihr immer noch Industrie möchtet. Agrar möchten sie gar nicht, weil da wahrscheinlich. Verbrecher feiern, Polizeistreik in Kartoffelhausen. Echt so viel? Kriminalität? Warum ist es so klein? Hä? Was zum Teufel habe ich da gemacht? Strafvollzug? Polizei doch eigentlich mehr als genug? Hä? Flughäfen, Seehäfen, öffentliche Instandhaltung? Gebäudeinstandhaltung? Hä? Schulbus? Warum haben die nur so einen kleinen Einzugsbereich? Einzugsbereich. What? Okay. Ja, dann weg mit dir. Ich verstehe. Hä? Ich hab's gerade nicht verstanden. Dafür haben wir jetzt einen Polizeiheli, oder? Ach Gottes Willen, was kannst du denn da alles noch machen?
Fallschirmspringen, Polizeihubschrauber, Himmelschreiber, Sprühflugzeug. Oh nein! Oh nein! Nein, wedel ich doch gar nicht. Fallschirmspringer. Infiltriere Wus Geheimtreffen. Ja, auf jeden Fall. Gott, wie steuere ich denn? Okay, langsam. E ist nach oben. Kriegen wir hin. Wo muss ich hin? Dahin. Ja, okay, krieg ich hin. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Muss ich den da jetzt direkt da drüber abwerfen, oder was? Dann fliegen wir jetzt mal direkt da drüber. Jawohl. Da landen jetzt erstmal 50 Millionen Leute. Ist überhaupt nicht auffällig. Aber wow, ich krieg dafür nichts. Muss mich verarschen. Himmelschreiber. Ich liebe dich, Baby. Oh, da gibt's bestimmt. Ja, okay. Machen wir mal Dr. Wu. Ich denn dahin? Dr. Wu, was soll ich denn da hinten? Da hinten sieht's doch niemand. V. V. O. V. U. Ich glaube, ich muss da eh nicht alle von machen. Nur die meisten. Ja, Dr. Wu ist leider nicht ganz das geworden, was du dir vorstellst. So. Wow, ich krieg dafür schon wieder nichts. Super. Schiff? Benötigt Yachthafen. Benötigt Area 5.1. Ich kann Metallwahl. Polizeihubschrauber. Ruhestörung. Dr. Wu. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Scheinwerfer. Ich krieg da nichts für! Zum Kotzen! Fluchtwagen, Taxi. Ne, was hatten wir vorhin? Was ich noch machen wollte? Taxi, Dr. Wu, genau. Taxi Dr. Wu hört sich doch immer interessant an. Was müssen wir machen? Müssen wir den auch auf den Flughafen bringen?
So, wo willst du hin? Bring sie zum Flughafen. Oh, wir transportieren eine Frau. Alles klar. Ich würde sagen, die nächste Querstraße gehen wir hoch. Ja, das ist eine XXL-Folge für euch. Oh, habe ich es berührt? Ja. Berührt, aber fast keinen Schaden bekommen. Das müssen wir auch hinkriegen. Ich glaube, wir müssen nur noch geradeaus. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kenne meine Stadt auch nicht ganz 100%. Vor allem, wenn jetzt schon so viel los ist. Nein, wir müssen noch einmal rechts. Okay, fahren wir hier rechts. Ich möchte mal die Autobahn fahren. Vor allem sollten wir die mal erweitern. Okay, da ist unser Polizeiheli. Da ist anscheinend gerade irgendwas los am Flughafen. So, was bekomme ich? Wenn ich jetzt nichts bekomme, dann mache ich nie wieder solche Missionen. Oha, das ist schon hart. Das ist echt mega hart. Okay. Ich würde mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.